Hallo ihr Lieben, mein Freitagsvideo wartet auf euch heute und nachdem euch mein Dienstagsvideo mit meinem Brotkranz so toll gefallen hat, wir gehen heute so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber nicht ganz halt eben. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das nennen werde, was ich euch heute präsentiere und bin dann zum Entschluss gekommen, dass das irgendwo eine Mischung aus Hotdog sein wird und ein bisschen Pizza, ist es aber eigentlich auch nicht. Also man könnte das mit vielen Namen benennen, aber da denke ich mir bis morgen noch einen Namen aus, bis ich das Video ausstrahle. Aber ich würde das jetzt erstmal als ein Hotdog im Pizzateig bezeichnen. So einfach, das Ganze gibt es in einer Muffinform. Und wie ich das mache, das wird sehr einfach. Es gibt ganz wenige Zutaten da dazu. Das ist ganz schnell gemacht und ist ein schöner Fernsehsnack für euch, wenn ihr mal Lust habt, wenn ihr keine Lust zu kochen habt. Lässt sich wunderbar vorbereiten und sich dann beim Fernsehenabend, beim tollen Film oder beim Fußball oder was auch immer, lässt sich das wunderbar servieren. Los geht's, ich habe genug geredet jetzt. Das ist Kochliebe XXL und das ist mein Kanal. Wie ihr seht, sieht das heute schon ein bisschen übersichtlicher aus wie am Dienstag. Brauchen weniger Zutaten. Dazu habe ich erstmal ein bisschen Salz. Wie gesagt, dazu gibt es von mir keine Angaben. Dann habe ich 1 Teelöffel Zucker, 3 Gramm Trockenhefe, dann 250 Gramm Mehl. Hier habe ich drin so knapp einen Esslöffel Olivenöl und kommt noch zum Schluss 150 Milliliter Wasser. Das ist alles, um unser Brot herzustellen. Und dann geht's los mit unserer Vorbereitung. Als erstes geben wir unseren Zucker und unsere Hefe geben wir ins Wasser, verrühren das Ganze und lassen die Hefe sich entwickeln. Das dauert so ungefähr 10 Minuten. Das hängt von eurer Temperatur ab und wie kalt euer Wasser ist. Aber so ungefähr so lange soll das dauern. In der Zwischenzeit präparieren wir unsere anderen Sachen. In unsere Schüssel geben wir jetzt unser Mehl und unser Salz. Und das Ganze verrühren wir immer wieder. Und bis dahin sollte auch unsere Hefe aufgegangen sein. Und wir können die verwenden. Das sollte genügen. Mehr braucht er nicht. Unsere Hefe hat sich entwickelt und wir geben jetzt unsere Hefe hier hinzu, zu unserem Mehl. Verrühren das einmal ganz kurz, sodass das Mehl die Flüssigkeit aufnimmt. Und jetzt geben wir das Öl hinzu. Rühren das nochmal richtig um, dass sich das Öl gut verteilt. Und dann fangen wir an, das Ganze zum geschmeidigen Teig zu kneten. Ihr knetet jetzt ungefähr so 5 Minuten, das sollte ausreichen, so dass kein Mehl mehr am Rand hängt und nirgendwo mehr. Und dann seid ihr durch mit eurem Teig. Mein Teig ist fertig. Ich habe jetzt meine Schüssel bemehlt, habe den Teig zu einer Kugel geformt. Jetzt lege ich den hier rein, decke den zu mit einem feuchten Tuch und eine halbe Stunde lassen wir den warten. Und in der Zwischenzeit bereiten wir uns den Rest vor, was wir jetzt dazu noch brauchen für unser Restrezept. Nun zur Vorbereitung habe ich jetzt erstmal eine Zwiebel und die schneiden wir uns jetzt so klein wie es geht. Also wir schneiden uns keine Ringe, sondern wir machen die richtig schön klein. Richtig schön fein schneiden. Das ist ganz wichtig hierbei. Das gibt nachher unseren Geschmack. Ich mache das jetzt noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Im nächsten Schritt habe ich jetzt 4 Scheiben Kochschinken und die schneiden wir uns ebenfalls so klein wie es geht. Erstmal so in Streifen, aber wie gesagt, schmal schneiden,
Weil das soll ja später alles in unsere Form reinpassen. Und sollst du nicht staunen? Und noch einmal. So. Jetzt drehen wir das Ganze rum und schneiden das hier nochmal lang. Wie gesagt, schön klein halten. Das muss nicht groß werden, soll nicht groß werden. Einfach nur, damit es sich gut verteilt später. Ich mache das noch fertig und dann sind wir gleich wieder. So, unsere vorletzte Zutat sind hier 6 Würstchen, weil wir machen 12 von diesen Cupcakes. Und deswegen halbieren wir die einmal in der Mitte. Das sollte ungefähr gleichmäßig sein, damit es nachher auch gleichmäßig ausschaut. Einmal halbieren und auch zur Seite legen. Und dann sind wir schon fast vorbei mit der Vorbereitung. Jetzt kommt noch unser Käse und dann sind wir durch. Hier habe ich mir jetzt 300 Gramm Mozzarella gerieben. Den stelle ich jetzt nochmal kurz in den Kühlschrank, bevor ich anfange mit unserem Teig. Und jetzt mische ich mir noch unsere Soße hinzu und dann sind wir durch und dann geht's los mit dem Teig. Unser Dip ist relativ einfach hergestellt. Ihr könnt natürlich den auch ändern, könnt da machen, was ihr wollt. Ich habe hier 3 Esslöffel Ketchup und dazu gebe ich jetzt 1 Teelöffel Senf und das Ganze verrühre ich einfach, weil ich möchte den Hotdog-Geschmack haben. Das heißt, Ketchup und Senf. Mehr muss da nicht rein. Wenn ihr Barbecue-Soße nehmen wollt oder Chili-Soße, das ist euch überlassen. Ich mag es so und deswegen mache ich das auch so. Das Ganze gut verrühren und stellen wir uns zur Seite. Und jetzt geht es weiter mit unserem Teig. Bevor wir loslegen, fetten wir unsere Cupcake- oder Muffinform, wie ihr es auch immer nennt, fetten wir jetzt ordentlich ein. Ich mache das hier mit Olivenöl, da braucht ihr nicht viel. Einfach nur einschmieren ein bisschen, damit nachher uns das ganze Zeug nicht hängen bleibt irgendwo. Das ist wichtig. Auch ein bisschen außen am Rand dran. Ich mache jetzt den Rest noch und dann verarbeiten wir unseren Teig, liebe Freunde. So, liebe Freunde, der große Moment ist gekommen und jetzt rollen wir unseren Teig aus. So sind, dass er von beiden Seiten gut bemehlt ist. Und wie gesagt, meine Rolle, die ist ein bisschen daneben schon. Die funktioniert nicht mehr so gut, das spielt aber keine Rolle. Wir kriegen das trotzdem hier hin. Wichtig ist, dass es immer mal wieder rumdreht. Und dann kriegen wir das hin. Ich mache das jetzt fertig und zeige euch gleich, wie es ausschaut. Und dann kommen wir schon ans Einfüllen. Ich habe jetzt meinen Teig ausgerollt und nun nehme ich mir hier so ein Gefäß, das ein bisschen größer ist als unsere Muffins und steche mir hier solche Kreise raus. Schön zusehen, dass alles passt. Den Rest passen wir nachher in der Form an, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir jetzt ungefähr 12 Stück rausbekommen. Und den Restteig rollen wir nachher nochmal aus, sodass wir ungefähr 12 Stück rausbekommen. Das ist wichtig. Jetzt habe ich hier knapp die Hälfte. Mal sehen, ob es 12 werden. Bin ich gespannt später. Ich mache jetzt noch weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Endeffekt habe ich 10 Stück rausbekommen aus der Masse. Und jetzt macht ihr Folgendes. Wir legen unseren Teig hier rein und wichtig ist, dass das ungefähr gleichmäßig ausschaut. Also schön mittig legen, schön an die Ränder dran drücken, aber zusehen, dass er nicht oben drauf liegt. Das ist wichtig. Ich zeige euch das nochmal. Hier einfach reinlegen. Schön zusehen, dass der Rand schön bündig abschließt, aber halt eben nicht über den Rand drüber geht. Ich mache jetzt noch den Rest und dann geht es gleich weiter. Den nächsten Schritt, den wir machen, wir pinseln das Ganze hier in so ein bisschen mit Olivenöl. Warum machen wir das? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen so richtig knusprige Teile haben und deswegen ist das wichtig, das von innen zu bepinseln ein bisschen mit Olivenöl. Dann habt ihr schön knusprige Sachen und das wird eine runde Sache hier.
Weil von außen haben wir es ja schon gepinselt. Da ist ja schon das Öl in der Form drin, da brauchen wir das nicht mehr. Es geht nur noch um die Innenseite. Ich mache das noch fertig und dann geht es gleich weiter. Nun gebt ihr so ein bisschen von eurer Soße mit hinzu. Überall so ein Löffelchen, damit sich das gut verteilt. Das verteilt sich nachher sowieso automatisch gut. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Weil das gibt nachher unseren Geschmack hierfür. Nun, liebe Freunde, im nächsten Schritt geben wir unsere Würstchen hinzu und die stellen wir so aufrecht hier rein. So sehen, dass sie gerade stehen und nicht umfallen. Man kann die zwar später noch aufrichten, aber wir wollen ja nicht doppelt arbeiten und deswegen lieber gleich arbeiten und vernünftig arbeiten und dann passt das. Nun im nächsten Schritt verteilen wir unseren Schinken. Den geben wir so umrum, so außenrum und drücken den ein bisschen runter. Und dann seht ihr schon, dass sich das Ganze hier stabilisiert. Unsere Würstchen so langsam, aber sicher. So mache ich das jetzt mit allen anderen auch und dann geht es gleich wieder weiter. Als nächster Schritt kommen unsere Zwiebeln hinzu und ihr werdet sehen, das wird immer stabiler hier, das ganze Zeug. Und das Schöne ist, dass unser Käse nachher da einsinkt und immer schön zusehen, dass ihr das ein bisschen hier runterdrückt. Das ist auch ganz wichtig für die Stabilisation. Ich zeige euch das mal hier in diesem Beispiel. Hier ist ein bisschen Platz, geht mal ein bisschen rein und wir drücken das Ganze ein bisschen an. Und schon habt ihr eure Würstchen stabil. Und genauso sollte es sein. Und ihr seht, ihr habt jetzt oben hier noch einen schönen Rand. Hier auch. Und das ist genau das, was wir brauchen für unseren Käse später. So, und zu guter Letzt kommt noch unser Mozzarella hinzu. Den verteilen wir ganz großzügig und das soll auch schön gefüllt werden jetzt mit dem. Das sieht doch herrlich aus, oder? Müsst ihr doch mal zugeben. Und damit sind unsere Würstchen stabilisiert, in der Regel. Also sollte nichts mehr mit denen passieren. Ich hoffe nur, dass da nichts überläuft später, dass da nichts anbrennt an der Seite, weil sonst wird das schwierig, das ganze Zeug hier rauszubekommen. Auch hier schön runterdrücken, das ist wichtig. Ich mache jetzt noch den Rest fertig, dann zeige ich euch, wie es ausschaut und dann geht es in den Ofen. Et voilà, so schaut es aus. Und jetzt geht das Ganze bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 25 Minuten. Es kann auch eine halbe Stunde sein, das liegt dann auch im Ofen, in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Ding raushole und dann werden wir das Ganze auch probieren. So, liebe Koch- und Backfreunde, das ist das Ergebnis. Bin sehr zufrieden eigentlich. Als ich es in den Ofen reingeschoben habe, habe ich es mir schlimmer vorgestellt, wie sie rauskommen. Bin aber sehr begeistert davon und wie sie schmecken, weiß ich eigentlich schon, aber trotzdem werde ich für euch jetzt noch mal eins antesten, damit ihr auch von mir noch ein Feedback bekommt. Ich beiße mir jetzt mal in eins rein. So schaut es von innen aus. Wunderbar geworden. Geschmacklich richtig gut. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist ein schöner Party. Ich vermeide das Wort jetzt. Ein schöner Abendsnack fürs Fernsehen. Probiert es nach. Backt es nach. Schickt mir ein Feedback. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Habt eine schöne Zeit. Bis dann und tschüss.